Wechseljahre? Menopause? Klimakterium? Klimakterium? Klimakterium ist auch so ein schweres Wort. Klimakterium. Ist eigentlich der schlimmste Ausdruck von allen, oder? Wechseljahre. Menopause. Ich bin im Wechsel. Das ist der schönste Ausdruck, weil er diese Veränderung beinhaltet. Ich bin Claudia Münster, lebe in Bremen. Ich heiße Doris. Ich lebe in Hamburg. Ich bin Sibel Brozart. Ja, mein Name ist Uta. Ja, ich bin Tina. Ich bin Sunita und komme aus Hamburg. Mir ist es wichtig, über die Wechseljahre zu sprechen, weil das in der Öffentlichkeit noch viel zu wenig präsent ist. Ich habe mich mit der hormonellen Umstellung, ich glaube, um 180 Grad verändert. Aber ich habe das, also sagen wir es so, meine Hormone haben mich gelehrt, mich mit mir selbst noch viel mehr zu beschäftigen. Und das hat dann eine ganz große Kraft freigesetzt. Das Ganze ist eigentlich eher eine Aufbruchsstimmung und hat viel mit Power zu tun, als dass es jetzt eine Pause wäre, wo man sich dann in den Lehnstuhl zurücklegt. Ich fühle mich selbstbewusster, ich fühle mich freier. Weise ist vielleicht noch nicht so das Wort, das Richtige, aber es geht so in so eine Richtung, ist alles nicht so schlimm, wird alles wieder, geht alles weiter. Egoistisch bin ich geworden, glaube ich. Und von daher, ja, so ein bisschen Veränderung gibt es schon. Das ist ein ganz gutes Lebensgefühl. Also ich kann da den jungen Frauen nur Mut machen, das wird richtig gut, was da kommt. Ob ich mich alt fühle, kann ich jetzt gar nicht so richtig sagen. Ich glaube zum Teil ja, zum Teil fühle ich mich aber auch noch sehr jung. Zum einen sind die Gedanken, die fühlen sich jung an, zum anderen verändert sich natürlich mein Körper und auch die Haarfarbe, die Struktur, alles. Und da merke ich natürlich schon das Alter. Nein, ich fühle mich nicht alt. Was ich total schön finde, wenn ich mich jetzt so mit 30 vergleiche, so jetzt, in meinem Alter, finde ich es viel cooler gerade. Weil ich viel mehr weiß, wer ich bin, weil ich eine ganz andere Ausstrahlung habe. Ja. Ja, ich glaube, man wird gelassener. Eigentlich ist man cooler, wenn man älter ist. Man hat so vieles nicht mehr nötig und steht über vielen Dingen. Als ich jetzt richtig in die Wechseljahre gekommen bin, habe ich tatsächlich nur diese Schlafstörung gehabt und war deswegen beim Arzt. Und die Ärztin sagte dann, ja, das könnten die Wechseljahre sein. Ich habe gemerkt dadurch, dass ich in die Wechseljahre gekommen bin, eigentlich wirklich nur denn durch den Haarausfall. Meine Wechseljahre haben damit begonnen, dass ich tatsächlich Hitzewallung bekommen habe. Ich glaube, so, das ist für viele Frauen das Klassische, dass ich irgendwie dachte, warum ist mir denn so heiß? Ich habe mein Leben lang gefroren. Ich bin dünn, ich muss frieren. Und dann war es eben nicht mehr so. Oder eben dann nachts auch so Schweißattacken oder so. Und dann habe ich mir schon gedacht, das ist keine Erkältung, sondern das sind die Wechseljahre. Ich habe es dann erst gemerkt, als die Blutung unregelmäßig bis gar nicht wurde, mal wegblieb, mal sehr stark kam. Ich habe das am Anfang nicht den Wechseljahren zugeordnet, sondern habe mich einfach nur gewundert. Und irgendwann kam der Impuls, es könnten ja auch die Wechseljahre sein, weil du bist ja nicht mehr 20, du bist eben jetzt 47, 48. Und dann war plötzlich der Impuls da. Angst hatte ich nie. Es war eher so eine Erleichterung, ja okay, dann ist es jetzt so. Zehn Kilo weniger, bitte. Auf jeden Fall mehr. 10 Kilo weniger, bitte. Oh ja, 10 Kilo mehr. Wenn man nicht aufpasst, 10 Kilo mehr. Aber weniger auf jeden Fall. Ich arbeite dran.